Jetzt erkläre ich nochmal die Grundprinzipien des Crowdfunding, also wie funktioniert es oder was sind die Spielregeln des Crowdfundings. Ich rede jetzt hier immer vom Reward-Based Crowdfunding. Ja, es gibt ja verschiedene Ansätze auch beim Crowdfunding. Also es gibt auch ein rein spendenbasiertes Crowdfunding. Das haben wir zum Beispiel bei betterplace.org. Das heißt, man kann sich als Unterstützer keine Gegenleistung aussuchen. Bei unseren Plattformen haben wir eben ja auch noch einen zusätzlichen Aspekt. Das erkläre ich jetzt aber im Folgenden. Es geht jetzt erstmal mit dem ersten Prinzip los. Und zwar handelt es sich immer um eine Projektfinanzierung beim Crowdfunding. Ja, das heißt, dass eine Organisation, ja, oder eine Privatperson auch ein bestimmtes Projekt hat. Ja, was macht diese Person dann? Sie sucht sich dann eine passende Plattform aus und stellt dann eine Projektseite her und stellt das Projekt dann dort vor. Und das ist dann eben ja, der Anlass, die Menschen oder die Crowd nach Unterstützung zu fragen. Ja, also häufig ist es auch einfach immer nur der Anlass, der fehlt, für die Menschen, dass sie dann auch wirklich aktiv werden. Ja, weil wir haben oft das Feedback auch von Projektstartern oder auch von Unterstützern, ja, dass sie meinen, ja, okay, ich wusste jetzt die ganze Zeit nicht, wie ich dem Projekt oder wie ich dem Verein helfen soll, aber mit dem Crowdfunding-Projekt gab es ein festes Ziel und das haben sie dann eben gerne unterstützt, weil es eben auch transparent dann dargestellt war auf der Projektseite. Ja, also erstes Prinzip, immer ein festes Projekt und auch mit einer festen Zielsumme. Das heißt, man überlegt sich eben, ja, was ist unser Projekt und wie viel Geld brauchen wir eben, um dieses Projekt zu realisieren. Dann das zweite Prinzip, viele sind besser als einer, das ist sozusagen das Crowdfunding-Prinzip. Ja, es ist dann tatsächlich für viele Organisationen einfacher, viele Menschen zu finden, die mit kleinen Beträgen eben zum großen Ganzen beitragen, als eben diesen großen einen Sponsor, der alles zahlt. Und wie gesagt, es geht dann eben los mit der Kampagne. Also wenn man die Projektseite fertiggestellt hat, dann wird sie irgendwann live gestellt, sodass man eben auch den Projektlink teilen kann und dann eben auch mit einer klassischen Werbekampagne allen Leuten davon erzählen kann. Und dann kann man eben auch als Unterstützer tätig werden. Das Gute eben am Crowdfunding im Internet sozusagen ist, dass jeder darauf zugreifen kann, also aus der ganzen Welt kommen Unterstützer in Frage. Und genau, hier habe ich noch eine weitere Folie zu dem Punkt. Wie gesagt, eine Werbekampagne wird gestartet. Die ersten, die davon erfahren, sind natürlich die engsten Leute, die Familie, die eigenen Freunde, die Vereinsmitglieder. Und jeder kann mit einem eigens gewählten Betrag unterstützen. Das heißt, man gibt keinen festen Betrag vor, sondern jeder kann geben, was er kann oder was er will. Ja, also man kann sogar mit 1 € unterstützen, mit verschiedenen Bezahlmethoden. Da wird man dann eben durchgeleitet durch den Bezahlprozess. Und was auch noch interessant ist für viele, während das Projekt läuft, wird das Geld, was eingesammelt wird, zwischengelagert auf einem sogenannten Treuhandkonto. In Deutschland, also auch wir selbst, arbeiten viele mit der SecuPay AG zusammen. Das ist ein Zahlungsabwickler aus Dresden. Und die verwahren dann diese Gelder sicher. Das heißt, es ist nicht, wie viele denken, dann irgendwie auf unserem Konto, also auf dem Konto der Plattform, sondern wirklich separat bei einem zertifizierten Zahlungsabwickler. Genau, dann geht es zum dritten Prinzip, das ist das Nehmen und Geben. Das heißt, hier beim Reward-Based Crowdfunding hat man als Projektstarter eben auch die Möglichkeit, seinen Unterstützern etwas zurückzugeben. Ja, es ist das Sponsoring-Prinzip sozusagen, Leistung gegen Leistung. Also man hat als Unterstützer die Wahl, frei zu spenden. Das kann man natürlich auch machen ohne Gegenleistung. Dann ist es auch eben möglich, eine Spendenbescheinigung zu erhalten. Aber um einfach auch noch mehr Leute überzeugen zu können und noch mehr Anreize zu bieten, ist es eben sinnvoll, auch ja, mehrere Gegenleistungen anzubieten, damit eben umso mehr Unterstützer gefunden werden. Ja, und so
Gibt ein Unterstützer gegebenenfalls sogar mehr als ursprünglich angedacht, wenn jemand auf eine Projektseite geht und dann sieht er, da ist ja eine coole Prämie für 50 Euro. Eigentlich wollte ich nur 20 Euro geben, aber diese Prämie, also diese Gegenleistung, die kralle ich mir jetzt. Dann hat man dann eben auch nochmal mehr von dem Unterstützer bekommen. Dann das letzte Prinzip ist das sogenannte Alles-oder-Nichts-Prinzip. Es ist nämlich so, dass jedes Projekt eine bestimmte Laufzeit hat. Bei uns sind maximal 60 Tage möglich. Wenn dann eben nach der Deadline mindestens 100% erreicht werden, es kann auch überfinanziert werden, das Projekt, dann ist das Projekt erfolgreich, dann kann es aber auch umgesetzt werden. Das Geld wird dann vom Treuhandkonto zum Projektstarter transferiert und die Projektstarter erhalten dann natürlich auch eine Unterstützerliste, um auch die Prämien abzuwickeln und sich auch weiterhin mit den Unterstützern auszutauschen. Ja, die Unterstützer, die in dieses Projekt jetzt investiert haben, investiert nicht, aber die das Projekt mit angeschoben haben und unterstützt haben, die sind natürlich auch am weiteren Verlauf interessiert. Ja, also was passiert jetzt nach dem Projekt? Habt ihr jetzt die Trikots gekauft? Wie sieht es aus mit dem Trainingslager? Das sind natürlich Sachen, die Unterstützer interessant finden und deswegen ist es auch sehr sinnvoll, da immer weiter in Kontakt zu bleiben mit den Unterstützern. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was passiert, wenn eben die 100% nicht erreicht werden. Wir gehen dann davon aus, dass das Projekt nicht realisiert werden kann, weil ja nicht genug Geld da ist. Und da es sich immer um Projektfinanzierung handelt beim Crowdfunding, geht das Geld dann automatisch an die Unterstützer zurück. Und es müssen natürlich auch keine Gebühren gezahlt werden, keine Prämien versendet werden. Das ist sozusagen risikofrei für den Projektstarter. Und eben auch zum Schutze der Unterstützer, weil wenn eben nicht genug Geld für das Projektziel zusammengekommen ist, dann weiß man eben nicht, was mit dem Geld passiert. Deswegen geht das eben an die Unterstützer zurück über den Zahlungsabwickler.